Lasst euch von der Schwarz-Weiß-Optik nicht täuschen, denn Black Will Tell oder Tezuka Osamus Dororo, wie der Titel im japanischen Original heißt, lässt euch das erste Kapitel bewusst so erleben. Da dem Held des Spiels, Hyakkimaru, von 48 Dämonen zahlreiche Körperteile geraubt wurden, zieht er gegen die Mächte der Finsternis in den Kampf. Try me! I will take back all the 48 body parts the fiend stole from me! Nachdem ihr euer Augenlicht wieder habt, kehrt die Farbe auf den Bildschirm zurück. Ihr attackiert die Feindeshorden mit in den Armen eingebauten Säbeln, dem Beinraketenwerfer oder diffizilen Kombos. Ab und an schlüpft in die Rolle des Knaben Dororo und erledigt Hüpf- und Geschicklichkeitseinlagen. Um die 48 Dämonen zu besiegen, bedarf es selbstverständlich zahlreicher hammerharter Bosskämpfe. Mit dem Seelenangriff entfesselt Hyakki seine gesamte Energie. Nach gewonnenen Schlachten erhaltet ihr neue Waffen oder Power-Ups und steigt in höhere Charakterklassen auf. Lasst euch also von der biederen Technik nicht beirren. Blood Will Tell bietet abwechslungsreiche Metzelkost mit ausgefeilten Moves und ebenso bizarrer wie fesselnder Story. I'll get you, Hyakkimaru!